Also ich habe jetzt den Antrag der Koalition auch gelesen und sage dazu, es ist zum Heulen. Eilfertig verschenkt die Koalition, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der Rosenkoalition, verschenken Parlamentsrechte. Und zwar nicht nur das Recht des Untersuchungsausschusses, Akten selbst zu sehen, sich selbst ein Bild zu machen, sondern gleich noch mit die Rechte des parlamentarischen Kontrollgremiums und der G10-Kommission. Es ist völlig unbegreiflich, wie die Koalition, insbesondere Herr Fliesek, noch vor wenigen Tagen gefordert hat, dass wir wissen müssen, konkret wissen müssen, welche Objekte, welche Firmen, welche Personen mit Hilfe des BND durch die Selektoren der NSA ausspioniert worden sind. Davon ist überhaupt keine Rede mehr. Sie unterwerfen sich in vollem Umfang der Entscheidung des Bundeskanzleramts. Das ist nicht hinnehmbar. Und wir werden das Bundesverfassungsgericht bemühen, um unsere Rechte, und zwar jetzt nicht die persönlichen Rechte der Abgeordneten in dem Untersuchungsausschuss, sondern um die Rechte des Parlaments zu sichern. Wenn das Schule macht, dass das Bundeskanzleramt bestimmt, wie aufgeklärt wird, über welche Zwischenleute Aufklärung in Zukunft geschehen sollen, dass das Bundeskanzleramt bis zuletzt auch die Person ganz offensichtlich im Griff behalten will, weil nichts anderes heißt das ja, dass der Auftrag erteilt werden soll durch das Bundeskanzleramt, nicht etwa durch den Untersuchungsausschuss, dann können wir unsere Arbeit, Kontrollarbeit der Regierung nicht leisten. Deshalb ist das eine dunkle Stunde des Parlaments und des Deutschen Bundestages, wenn das tatsächlich, was ja zu befürchten ist, was die Koalition jetzt vorgelegt hat, nachher beschlossen wird von der Koalitionsmehrheit. Wir können das nicht verhindern, aber wir können das Bundesverfassungsgericht anrufen, und das werden wir auch tun, um die Rechte des Parlaments zu sichern.